Merhaba arkadaşlar, hallo bei Koptisch Türkisch. Es geht heute wieder um türkische Tugenden, Göz Hakkı, das Recht des Auges. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass wenn gerade jemand etwas frisch gekauft hat, frisch zubereitet hat oder gerade etwas essen möchte und im Umfeld ist jemand da, der das auch gerade sieht, dann gibt man ein Stückchen ab. Das ist das Recht des Auges, Göz Hakkı. Wo kommt das Ganze her? Es kommt von Nazar. Dieses Auge schützt uns vor dem neidischen und bösen Blick. In der Religion ist das sogar auch tief verankert, dass wenn man etwas gerade frisch gekauft hat, zubereitet hat, dass man das teilt. Warum? Damit einem nicht der neidische Blick zufällt und einem etwas Böses geschieht. Darum geht es. Nutzt es auch im Alltag, gebt immer eine Kleinigkeit ab oder lasst mal mit eurem Fahrrad eure Freunde einfach eine Runde fahren. Hoşça kalın.